Und vor Ort verfolgt unser Korrespondent Daniel Hechler heute die FIFA-Sitzung und auch die Wahl des Präsidenten. Daniel, los geht's heute Nachmittag. Wie genau wird die Wahl konkret ablaufen? Naja, das könnte durchaus eine längere Prozedur werden. Gegen 13 Uhr stellen sich die fünf Kandidaten in 15-minütigen Statements den Delegierten vor, werben ein letztes Mal in eigener Sache um Stimmen. Dann gibt es einen ersten Wahlgang, da ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich, die wird sicher keiner erreichen. Insofern wird es mit Sicherheit einen zweiten Wahlgang geben, da reicht dann die einfache Mehrheit. Die jeweils schwächsten Kandidaten scheiden dann in den folgenden Wahlgängen aus, sollten die erforderlich werden. Es könnten maximal 5 sein, das zieht sich dann also maximal bis heute Abend 22 Uhr, 22.30 Uhr hin. Aber wahrscheinlicher ist es doch, dass wir so gegen 20 Uhr, vielleicht 19 Uhr, doch schon ein Ergebnis haben. Es gibt zwei Favoriten, das haben wir jetzt gerade auch in dem Beitrag schon gesehen. Hinter den Kulissen wird möglicherweise gerade noch so ein bisschen geschachert. Wer von beiden wird es am Ende vermutlich machen? Was denken Sie? Naja, Favorit ist immer noch Scheich Salman. Ihm werden angeblich 91 der 207 Delegierten Stimmen zugerechnet. Insbesondere, wir haben es gehört, aus Afrika, aber auch Asien. Ihm ist dicht auf den Fersen UEFA-Generalsekretär Gianni Infantino. Er soll angeblich 71 Stimmen sicher haben, könnte auf den letzten Meter noch ein bisschen aufholen. Die anderen drei Kandidaten sind in der Tat chancenlos, aber da wird spannend sein, ob sie, wenn sie ausgeschieden sind, eine Wahlempfehlung aussprechen. Es wird also mit Sicherheit ein offenes und vor allem spannendes, vielleicht auch ein langes Rennen heute werden. Aber auf eine Überraschung wird man sich da vermutlich nicht einstellen müssen. Nein, damit rechnet eigentlich niemand. Die große Frage ist Scheich Salman oder Gianni Infantino. Alles andere würde eigentlich an ein Wunder grenzen. Damit rechnet niemand. In Zürich wird ja heute nicht nur ein neuer FIFA-Präsident gewählt. Unter Tagesordnungspunkt 8 steht Reform der FIFA-Organisationsstruktur. Können Sie da noch mal sagen, wie soll die aussehen? Was sind die wichtigsten Punkte? Ja, das sind durchaus einschneidende Reformvorschläge, über die Delegierten da heute abstimmen. Das FIFA-Exekutivkomitee soll entmachtet werden, zurückgestutzt werden auf eine Art Aufsichtsrat. Es soll eine Begrenzung der Amtszeiten auf 12 Jahre geben. Die Gehälter sollen offengelegt werden. Ein professionelles Management soll installiert werden. Eine Frauenquote, Menschenrechte sollen in der Satzung verankert werden. Das sind alles keine neuen Rezepte, aber eben doch richtige Rezepte. Es wird eine Dreiviertelmehrheit dafür gebraucht, um sie zu verabschieden. Das ist eine hohe Hürde, aber es sieht so aus, als ob es durchkommen könnte. Alles andere wäre auch ein Desaster für die FIFA und den vielbeschworenen Neuanfang. Diese Mehrheit braucht es aber. Wer könnte denn was gegen dieses Paket haben? Wer wird vermutlich dagegen stimmen? Also selbst die Afrikaner und Interimspräsident Issa Hayatou hat intensiv geworben für dieses Paket. Und er gilt ja nun nicht gerade als Newcomer. Er ist seit 25 Jahren im Exekutivkomitee, amtierender FIFA-Präsident. Er ist einer der alten Garde, einer der Freunde Blatters. Er selbst wurde schon wegen Korruption vom IOC abgemahnt. Und selbst er hat die Lektion gelernt, dass wenn dieses Reformpaket nicht verabschiedet wird, es ans Eingemachte bei der FIFA geht. Da drohen sehr viel schärfere Ermittlungen des FBI. Und deswegen sind die Delegierten, auch die der alten Garde, eigentlich gezwungen, dem zuzustimmen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Ewiggestrige, die meinen, noch irgendwie sich durchmogeln zu können, werden eine böse Lektion lernen müssen, wenn sie die Dreiviertelmehrheit tatsächlich nicht erreichen sollten. Aber damit rechnet momentan eigentlich niemand. Noch mal eine grundsätzliche Einschätzung. Nachdem Blatter seinen Rücktritt erklärt hatte, hatte die FIFA hoch und heilig einen Neuanfang versprochen, über den wir jetzt gerade kurz auch schon gesprochen haben. Jetzt sagen viele, es könnte noch alles viel schlimmer werden. Wie groß sind die Hoffnungen, dass sich tatsächlich was ändert bei der FIFA? Und was könnte passieren? Sie haben die US-Justiz schon angesprochen, wenn das nicht passiert. Naja, diese Reformen sind schon vielversprechend, sind ein wichtiger Schritt hin in die richtige Richtung, wenn sie denn durchkommen. Aber sie stehen zunächst mal nur auf dem Papier. Das ist geduldig. Es muss gelebt werden. Es braucht einen Kulturwandel in der FIFA. Es muss Köpfe geben,
die diesen Wandel glaubwürdig verkörpern. Da in der Tat liegt das Problem. Denn keiner dieser fünf Präsidentschaftskandidaten ist wirklich überzeugend, ist ein Newcomer. Sie alle stammen aus dem System Blatter. Viele von ihnen wurden von ihm persönlich protegiert. Im Wahlkampf ging es einmal mehr vor allem um Pfründe, Macht, Pöstchen und Geld. Nach alter Blatter-Manier weniger um Reformen und Transparenz. Insofern, im Hinblick auf einen Kulturwandel bleibt noch sehr, sehr viel zu tun. Da liegt noch ein langer Weg vor der FIFA, wenn sie endlich glaubwürdig und reformiert dastehen möchte. Zum Abschluss lassen Sie uns noch einmal auf die Justizbehörde in den USA schauen. Was könnte der FIFA drohen, wenn die Ermittlungen da weitergehen? Noch wird ja die FIFA als Opfer geführt von korrupten, verbrecherischen Funktionären, die sich auf ihre Kosten bereichert haben. Wenn der Reformeifer aber alarmt und darauf schaut, US-Justizministerin Lynch sehr genau, wie sie uns gesagt hat, dann könnte die FIFA selbst als kriminelle Vereinigung angesehen werden. Und dann geht es in der Tat ans Eingemachte. Dann steht die Existenz der FIFA auf dem Spiel. Das wäre womöglich das Ende des Weltverbands, so wie wir ihn kennen. Das will eigentlich niemand. Und deswegen ist das unwahrscheinlich. Wird spannend heute in Zürich. Vielen Dank, Daniel Hechler, für diese Informationen und Einschätzungen nach Zürich.